Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop Tutorial. Ja, und heute werde ich euch zeigen, wie ihr die Augenfarbe eures Auges verändern könnt. Und zwar das Ganze nur mit einer Farbton-Sättigungseinstellungsebene. So sieht das Ganze zuvor aus und so ist das Ergebnis. Und wie das funktioniert, werde ich euch jetzt eben zeigen. Als allererstes braucht ihr auf der Hintergrundebene bzw. auf der untersten Ebene euer Bild mit dem Auge. Anschließend schiebt ihr dieses auf das neue Ebenensymbol und dupliziert somit diese Ebene. Im nächsten Schritt müssen wir eine Auswahl um diesen farbigen Bereich unseres Auges machen. Das können wir jetzt auf verschiedene Arten und Weisen machen. Zum Beispiel mit Schnellauswahlwerkzeug oder wir können uns einen Pfad erstellen. Ich mache das Ganze hier mit dem Pinsel und dem Maskierungsmodus. Dazu wähle ich mir hier erstmal diesen Pinsel, passe hier meine Größe ungefähr an, bei mir sind das so 60 Pixel und die Härte stelle ich so auf ungefähr 50%, also kein weicher Pinsel, kein harter Pinsel, sondern so mittendrin. Und anschließend gehe ich hier auf diesen Maskierungsmodus. Dann nehme ich mir Schwarz in den Vordergrund und fange hier eben an, den Bereich zu markieren, der später in der Auswahl drin sein soll. Also im Prinzip hier diese Regenbogenhaut vom Auge, die eben farbig ist und wo wir später die Farbe ändern. So, wenn ich soweit zufrieden bin, kann ich hier wieder aus den Maskierungsmodus rausgehen, eben in den Standardmodus wechseln und ich habe hier eine schöne Auswahl. Was ich jetzt noch machen muss, eben auf Auswahl gehen und Auswahl umkehren, dass ich hier wirklich nur diesen Bereich ausgewählt habe. Und nun erstelle ich mir hier eine neue Ebenenmaske. Das ist hier im Prinzip mein Auge ausgeschnitten. Im nächsten Schritt gehe ich dann auf eine neue Einstellungsebene und zwar Farbton-Sättigung. Jetzt wähle ich hier erstmal dieses Symbol aus bzw. Klick mit gedrückter Alt-Taste hier zwischen rein, sodass diese Farbton-Sättigungsebene nur auf die darunter liegende Ebene angewendet wird. Und nun kann ich hier im Prinzip schon mal meinen Farbton ändern. Wenn ich das so mache, werden die bestehenden Farbinformationen bloß verändert. Wenn mir dieser Effekt noch zu wenig ist, dann kann ich hier auf Färben gehen und kann somit mein Auge komplett einfärben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein grünes Auge haben will, gehe ich hier in diese Richtung. Und dann kann ich auch noch hier die Sättigung einstellen, so stark wie ich das gerne haben möchte. Und das ist hier eigentlich erstmal so die Grundlage, dass ich jetzt mein Auge umfärbe. Jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen anpassen. Zum Beispiel kann man hier den Ebenenmodus ändern, von normal, zum Beispiel auf aufhellen. Das gibt einen schönen Effekt. Das sieht man noch ein bisschen die Struktur dann durch. Beziehungsweise ich kann die Deckkraft ein bisschen runterschrauben, dass der Effekt nicht so extrem ist. Kann ich auch hier dann sehen. Beziehungsweise ich kann hier auch ein bisschen extremere Sachen machen, wenn ich das Ganze zum Beispiel auf lineares Licht stelle, dann habe ich hier wirklich einen sehr extremen Effekt. Ups. So. Wenn ich mich hier ein bisschen vermalt habe, kein Problem, dann gehe ich hier auf die Ebenenmaske und nehme Schwarz in den Vordergrund und kann hier die Fehler beseitigen. So, und im Prinzip kann man hier jetzt noch ein bisschen rumspielen mit den Einstellungen, aber soweit sind wir fertig und soweit haben wir das Auge schön bearbeitet. Vorher und nachher. Ja, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Bis dann, tschö.